Ich bin auf dem Weg zu Buster. Ja, ich glaube, so hieß er. Und zwar will ich schauen, ich glaube, ich habe noch ein oder zwei Schattenhörner, Schattenläuferhörner. Ich bin nämlich jetzt dabei, meine Quests so nach und nach mal aufzuräumen oder abzuarbeiten, nehmen wir es jetzt mal so. Das Nervigste mache ich vielleicht zum Schluss. Ich habe die von Buster noch drin, weil ich ihm Schattenläuferhörner oder so besorgen sollte. Ich hatte ihm irgendwie schon mal richtig viele gegeben. Also, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das irgendwie ab einer gewissen Anzahl dann vorbei ist oder ob die für immer drinnen bleibt, die Quest. Ja, ich Wird sich meinte das jemals ändern? diese hier. Schattenläuferhörner für. Boah. Schattenläuferhörner für Buster. Deshalb, da steht eigentlich nur, Buster macht mir einen guten Preis für jedes Schattenläuferhorn, das ich ihm bringe. Mal sehen. Die steht aber da noch drin. Ich hätte die gern raus. Ja, so. Mal gucken. Mein Stadthändler hat sich verabschiedet. Was heißt das? Er ist tot. Du kannst die Hörner behalten. Ich kann damit jetzt auch nichts mehr anfangen. Was? Wieso ist der tot? Habe ich den getötet? Ich den getötet? Den habe ich nicht. Nee, ich habe gar nicht so viele Leute getötet. Also ich war es nicht. Er hat sich verabschiedet. Vielleicht war das ja auch. Gerbrand. Ja, Gerbrand, meine ich. Vielleicht war er das ja. Okay, dann ist sie jetzt aber raus, die Quest. Ich hab zwar jetzt zwei Pünktchen bekommen. Ja, sie ist raus. Okay, das ging ja jetzt doch schneller als gedacht. Dann haben wir noch Diebstahl, Blutkelche, verschwunden in der Dunkelheit. Das ist so aus dem Minental. Ah ja, das ist auch so weird. Machen wir erstmal die Sachen, die Inkorine sind. Weil auf Gehstock und so und dann diese Orks bei Lobart noch töten. Ja, das machen wir dann auch noch. Gehen wir da mal hin. Gehen wir da mal hin. Die hat auch noch ein Problem Es gehabt mit dem kommt Richter nicht oder wieder. so. Also komm mir nicht so. Gut. Der soll mir nichts vom Pflicht erzählen. Ich habe den aber nicht getötet, ja? Das habe ich noch gar Nur nicht so. gewusst. Und ganz später, wenn Sie dieser, ich werden nenne es mal Kleinkram, abgehakt ist, von so mir nenne ich es jetzt erfährt man einfach nichts erstmal, mehr. mache ich einen Rundgang. Irgendwann muss es ja Einen so kommen. Höhenrundgang. Den mache ich dann. Steht da Laris eigentlich Er noch? sollte Ja. lieber den Mund halten. Das ist ja Was soll schrecklich. das? Obwohl, jetzt bin ich. Ach Na, nee, ich erzähl gehe mir nicht erstmal sowas. raus. Und gebe Was soll Malef den das? Gehstock. Dann muss ich aber gucken, wie ich das mit den Orks da mache. Ach, schwierig. Das sind so viele. Die müsste ich weglocken. Aber ohne, dass sie den Bauernhof angreifen. Es war Mal genau sehen. so, wie du sagst. Sonst müsste ich die einfrieren. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Das könnte ich auch machen, aber ich schaffe in der Zeit nicht so viele zu töten. Und Feuerregen ist vielleicht ein bisschen too much. Und ich glaube, ich treffe hier mal. Ich treffe dann die anderen damit. Nicht so gut. Und wer weiß, wofür ich noch den Feuerregen brauche. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Nachher brauche ich den noch. Und gar keine Bauern mehr, kann das sein? Da sind die Orks. Vielleicht ploppen sie gleich auf. Ach, da, okay. Stehen aber noch. Ja, mal gucken, muss ich von der anderen Seite auf jeden Fall machen. Und jetzt kommen die angerannt. Das hatte ich schon mal probiert gehabt. Ich glaube, das sind so. Sechs waren es auch gleich auf jeden Fall. Vielleicht sind es auch acht. So. Ich habe einen Gehstock. Damit rettest du jetzt die Welt. Dich nicht so auf. Ich habe doch den. Reg dich nicht so auf. Hau schon ab. Ich habe doch so einen Gehstock. Malef Gehstock. Brauche ich genau den Spitz. Malef hat seinen Gehstock im verloren. Im. Das ist immer ein Fragezeichen. Im, wo auch immer, verloren. Er war völlig betrunken, verstehe ich. So wie wir ihn einschätzen.
So wie ich ihn einschätze, ist er nicht weit weg von Roberts Hof gewesen. Ich sollte das Ding dort irgendwo finden. Okay, ich brauche einen ganz bestimmten Gehstock. Vielleicht in dieser Höhle? Wo würde ich gleich mal nachschauen. Schade. Okay, dann würde ich jetzt erstmal nach da gehen. Da waren aber noch Echsenmenschen. Wie sieht denn das aus, was ich für Ringe anhabe? Ich würde jetzt diese Kriegerringe erstmal wieder anziehen. Ich gehe hier wieder falsch, nicht? Ja, schön. Ich und das Inventar. Ja, wir würden uns da nochmal anfreunden. Ich glaube nicht. Habe ich denn an? Ella, genau das habe ich. Ich wollte jetzt das Kriegerding erstmal anziehen. So. Mal speichern. Und dann machen wir die Echsenmenschen. Die zwei, drei müssen da auch noch stehen. Das ist ja nicht das Ding. Ich sehe aber auch schon, wie ich zu denen gelange, damit es jetzt hier keinen Stress gibt oder niemand stirbt. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte ihm irgendeinen Gehstock geben. Ach ja. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Es gibt ja immer ganz bestimmte Sachen mit dem Namen. So wie mit der Schale von Bromo, ich erinnere mich. Das sind vier. Naja, okay. Wollt ihr? Ja, wollen sie. Nachher kommt halt andere Geräusche. Bin meine Ork-Geräusche gewohnt. Ja, wir probieren's. Uiuiui. Ah, der hat einen Crit gemacht. Okay. Haben wir? Müssen wir ein Schwert legen? Die sind zwar irgendwie nie irgendetwas wert, aber naja, das will man machen. So, haben wir den Teil erledigt. Und ich brauche so einen ganz besonderen Gehstock. Ich würde in diese eine Höhle, die da hinten ist, einmal reinlupen. Vorbeischauen. Sagen wir es so. Mal sehen, ob da was ist. Ich glaube, hier sollte auch kein Suchender mehr sein. Ich war hier ein Stückchen lang gelatscht. Obwohl, es würde mich nicht überraschen, ob hier noch einer auftaucht oder nicht. Ah, ich habe ja gespeichert. Eben. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da sind doch noch ein paar Echsenmenschen, die sind gerade aufgeploppt. Ich würde erstmal da hochgehen. Jetzt mal mit Schwert hoch und dann suche ich hier alles ab. Die Gegend. Ich weiß, was sich jetzt hier eingenistet hat. Nichts? Nichts? Sich nichts ein... Doch. Ach, der! Cornelius. Hast du einen Gehstock gesehen? Lass mich in Ruhe. Okay, ich brauche trotzdem einen Gehstock. Okay, Cornelius befindet sich jetzt hier. Das war der, der Bennett angekackt hatte. Ich erinnere mich. Okay, aber hier ist kein Gehstock. Wetter passt, bin traurig. Dachte, da wäre vielleicht ein Gehstock. Gehstock. In der Nähe. In dem Hof. Würde ich halt als auch denken. Also ein Gehstock, wenn der jetzt irgendwo so im Wald liegt, auch schwierig zu finden. Bin ich. Persönlich. Was ist hier für ein Glitch?
Gut. Gehen wir mal weiter geradeaus, die anderen Ex-Menschen da noch beseitigen. Wenn ich jetzt schon da bin, dann kann man das ja auch noch machen. Ich will wissen, wo der Gehstock ist. Ich dachte, ich kann da wenigstens irgendetwas abschließen. Wie sind denn das? Auf jeden Fall zwei. Ach ja, ich hatte mich hinteleportiert zu Xardas Turm. Ich erinnere mich. Sind da Hunde? Da sind Hunde. Da sind diese Hündchen, Hündelein. So. Ja, dann kommen wenigstens die Barke nicht. Ach, sind drei. Oh, okay. Dann kann man sich ja mal ein bisschen ergucken. Okay, da läuft ein Baum. Ich brauche einen Gehstock. Also wenn mich dann gleich jemand angreift mit einem Gehstock, dann weiß ich, wo er ist. Jetzt müsste ich ja eigentlich immer alles ablatschen. Da steht nicht im. Ich weiß auch nicht mehr, wo. Hat mir das gesagt, wo er getrunken hat. Aber ich habe mir ja auch im Tagebuch aufgeschrieben. Also das hat er dann so verarbeitet. Dass es ja hier irgendwo in der Nähe sein muss. Schön. Da geht es ja nur zu Xardas. Turm Nummer 523 oder so. Keine Ahnung. Kann ich ihm zutrauen, dass er in Skyrim noch weitere Türmchen gebaut hat, weil die mag er so sehr. Natürlich mit Dämonen. Hm. In Nähe vom Hof. Wir saufen. Selbst wenn er in der Taverne war, ist er ziemlich weit weg. Würde er eher in der Stadt trinken gehen. Dann würde ich jetzt mal den Weg ablaufen, nochmal zur Stadt. Ist ja nichts. Frage ist auch, nimmt er den Weg oder nimmt er den Rasen zum Latschen? So eine Sache, nicht? Deshalb glaube ich jetzt mal hier noch mal so ein bisschen lang. Vielleicht bin ich sonst ein oder andere Heilpflanze, die ich jetzt eigentlich so essen könnte. Da drüben ist zum Beispiel eine. Ich gehe mal nach da oben. Da bezweifle ich das, aber betrunken kommt man doch vielleicht auf die ein oder andere Idee. Habe ich auch schon mal, oder? Nicht. Och, schade. Liegt ja auch nichts. Bei den Orks da hinten dann. Da muss ich aber auch nochmal schauen. Also das würde ich jetzt immer bei Regen machen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Würde ich mich einmal ins Bettchen legen? Ist der denn gerade gesprungen? Habe ich ja so noch gar nicht wahrgenommen. Und dann. Sitzt da hinten im Regen. Ein Lederbeutel? Dann, Dankeschön. Wem auch immer der Lederbeutel gehört,
Jetzt ist es meiner. Wie löse ich dann das Ork-Problem? Die laufen mal so niedergeschlagen. Jetzt nicht mehr. Achso, weil jetzt kommt der Wein, wird der Wein ausgepackt. Okay. Niedergeschlagen, bis man den Wein hat. Ich verstanden. So, für die Orks muss ich einmal außen rumlaufen. Sicherheitshalber. Sieht nur aus wie zwei. Ich weiß, dass es mehr sind. Dieser Gehstock. Ist der Werner halt komplett woanders? Oder hat sie etwa geklettert? Oh, auf jeden Fall ein paar. Vielleicht kriege ich die auch einzeln. Das hat doch mal geklappt gehabt, wenn ich weit genug wegstehe und dann. Also wirklich weit wegstehe. Oder zwei sind ja auch okay, aber nicht alle. Habe ich noch Feuerpfeile oder so? Eispfeile. Ich kurz dieses Ziel wegmachen, das irritiert mich. Blitz. Ja. Irgendwie nicht. Nur Eispfeile. Feuerball. Im Großen. Das verstehe ich noch nicht mit diesem Min und Max. Das habe ich irgendwie noch nicht so gerollt. Sonst habe ich halt diese Eiswelle, aber ich schaffe bestimmt nie, trotzdem nicht alle da irgendwie in der Zeit zu erledigen. Nennen wir es mal so. Ich nehme normale Feuerbälle. Ich könnte die halt schon nehmen, bevor ich den Rest hier verschleudere. Obwohl, eigentlich ist egal. Eigentlich ist schon egal. Nehmen wir die Eispfeile. Was soll's. Weit genug weg. Aber nah genug dran. Jetzt kommt er nämlich. Alleine. Theoretisch. Wenn da nicht ein Busch wäre, der ihn blockieren würde. Da sind auf jeden Fall noch ein paar. Wenn es nur noch so drei sind, ist das ja gar kein Problem. Was ist denn da? Na jetzt. Was ist doch ein Abbaum? Warum fallen sie nicht direkt runter? Okay. So. Den könnte ich vielleicht mit der Armbrust herlocken, weil die anderen stehen weiter hinten. Vielleicht klappt das ja. Sagte sie und es fand es nicht so, wie sie sich vorstellt. Ich gehe nicht einzeln. Oh Gott. Hier. Naja. Ach, die anderen bleiben da jetzt aber nicht hängen. Interessant. Stein. Okay.
Gut. Wieso haben die Wacholder dabei? Wieso haben diese Orks Wacholder dabei? Schüsse. Ich habe aber keinen Gullstock jetzt gesehen. Und sie sagt mal an. Hier jetzt ein Gehstock irgendwo liegt. Der Gehstock, ich sag's euch. Das macht mir nur wahnsinnig. Kein Gehstock so, aber ich kann es schon mal sagen, ich habe das Ork-Problem von Lobat erledigt. Ich hätte zwar nicht gedacht, aber okay. Ich habe die Orks von deinem Land beseitigt. Innos sei gedankt. Ich kann dir nicht viel geben, aber ich hoffe, du erkennst meine Geste der Dankbarkeit an. Eigentlich nicht. Gib Acht auf deinen Hof. Ich werde es versuchen. So. Das heißt, das habe ich aber erledigt. Und das mit dem Gehstock noch nicht. Jetzt gehe ich mal den Weg nach Venus. Und schau mal. Wie ich es finde. Vielleicht muss man sich ja auch Infos holen, weil der so betrunken war. Vielleicht hat er ja auch seinen Gehstock verwettet. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Jetzt müsste ich mal in die Kneipe gehen. Könnte ich nachfragen. Weiß, was er mit seinem Gehstock gemacht hat. Da steht halt nicht, wo er trinken war. Hier ist jetzt auch nichts so an der Seite. Wir müssen hier noch Sherlock Holmes spielen. Stress? Ne. Kann nie wissen. Ich frage jetzt mal in der Kneipe nach, wegen dem Gehstock. In der Taverne könnte ich auch nachfragen, aber die ist ja weiter weg. Fragen wir in der Kneipe nach. Ihr redet einfach zu. Kann ich den nicht immer fragen, was gibt's Neues? Wirklich? Das ist, der ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Drachen sind angeblich alle tot. Da hat wohl irgendwer kräftig aufgeräumt. Ja. Bestimmt. Das ist ja schrecklich. Ach, mit Genie kann ich auch noch mal reden. Dann mache ich hier wie immer zum Ende hin, dann gibt's eine schöne Rückblende. Weiß er vielleicht was? Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Ich bräuchte den Gehstock. Das weiß doch inzwischen jeder. Worum soll ich mich denn noch sagen? Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Endlich verschwinden die aufgeblasenen Paladine aus dem Hafen. Wird auch Zeit. Ja. Wieso sehe ich keine Miliz? Die traut sich hier nicht hin. Wir nehmen die Sachen selbst in die Hand. Ich weiß. Wie läuft der Schiffsverkehr? Das einzige Schiff, das in letzter Zeit hier angekommen ist, ist das Schiff der Paladine. Jo. Es legte drüben hinter dem Felsrücken im Südwesten an. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Hm. Wenn ich es nicht in den Augen gesehen hätte. So. Dann kann ich wieder Geld für Infos bezahlen. Ich habe gehört, du suchst das? Leute für dein Schiff. Und? Ich bin dabei. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Also Nummer 1. Welches Schiff? Ich habe noch gar kein Schiff. Nummer 2. Ich kenne dich nicht. Wieso soll ich dich mitnehmen? Ja, wer ist das? Warum sollte ich dich mitnehmen? Ganz einfach, weil du mich brauchst. Nee. Ich war Leutnant bei der Königlichen Kriegsmarine. Und warum war? Ich habe als Seesoldat auf der König Roba und auf der Myrtana Stolz gedient. In der Schlacht um das östliche Archipel habe ich eigenhändig 2 Dutzend Orks zurück in Belias Reich geschickt. Leider waren wir zu wenige. Nachdem unser Flaggschiff versenkt worden ist, mussten wir uns zurückziehen. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Wieso bist du dann hier? Die Flotte ist geschlagen und die Soldkassen sind leer. Nach meiner Entlassung bin ich dann hier in diesem Nest gestrandet und suche eine neue Heuer. Was kannst du? Ich bin ausgebildet für den Enterkrieg und im Nahkampf. Ferner bin ich ein ganz brauchbarer Schütze mit der Schiffskanone.
Ich wette, es gibt die eine oder andere Sache, die ich dir auf der Reise beibringen kann. Sicher, mein Lieber, sicher? Was verlangst du? Was kann ich denn verlangen? Ich bin froh, wenn ich von hier wegkomme. Gratis. Hand gegen Koje. Ich helfe dir und dafür nimmst du mich mit. Günstig. Aber ich gehe doch jetzt noch nicht los. Kann ich den da nachher nochmal ansprechen? Nachher irgendwann? Ich muss ja erstmal andere Sachen regeln. Die Reise kann gefährlich werden. Ich bin Gefahr gewohnt. Wenn du da draußen bist, ist jeder Tag gefährlich. Der nächste Sturm kann dein Tod sein. Und die Ungeheuer aus den Tiefen können dein ganzes Schiff am Stück verschlingen. Die orkischen Galeeren muss ich wohl nicht extra erwähnen, oder? Glaub mir, es gibt nichts, wovor ich Angst habe. Ein Seemann, der Angst hat, ist schon tot. Gute Leute kann ich immer brauchen. Alles klar, wir sehen uns dann am Schiff. Welches Schiff auch? Wahrscheinlich das, was da rumsteht, aber... Hä? Weit bin ich da noch gar nicht. Bis dann, Mario. Wir sehen uns in einem Jahr. Such dir jemand anderes. Hier laufen genug Typen rum. Ich habe nichts mehr für dich. Gut. Dann frage ich halt jemand anderen. Ich brauche Informationen. Wo ist der Gehstock? Die Info bräuchte ich. Bräuchte noch ein paar mehr Seeleute. Also ihn könnte ich auch fragen wegen Seeleute. Wie soll ich den mitnehmen? Also da, mir wurde gesagt, 5 wären schon schön. Jetzt hat einfach kein Gehstock. Soll ich den Gehstock finden? Wir hatten jetzt auch keine Infos. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Jetzt gesagt, ja, Quines absuchen oder wie? Kann ich ihm nicht irgendeinen Gehstock geben? Der ist schon sehr, sehr pingelig, das muss ich ja jetzt mal sagen. Wenn er hier langläuft. Erwartet, wir haben noch eine Kneipe. Vergessen. Gehen wir noch zur anderen Kneipe kurz. Vergesst ihr halt auch immer. So. Und das Meer gab das Land. Mit dem hatte ich doch erst gesprochen gehabt. Und es entstanden alle, weil ich ihn ja auch mal mit dem Silber vertausche. Tiere, Wölfe wie Schafe. Hat er vielleicht den Gehstock als Ware? Er hat Gehstöcke, aber nicht mal auf Gehstock. Legnagel. Und er freute sich an allen Wesen. Apfel nehme ich mal. Der hat so viele Sachen, weil ich ihm immer alles verkauft habe, kann das sein? Ja, gut ausgestattet. In der Kneipe. Wie es gehört, nicht? Okay, weiß nicht, wo der Gehstock ist. Vielleicht läuft mir der Gehstock ja noch über den Weg. Keine Ahnung. Ich hoffe. Aber Inos sah, was geschehen war. Was, wenn ich hier langlaufe? Ich laufe jetzt noch einmal zu dem Hof. Das ist doch lange bekannt. Okay, jetzt hier fragen, gibt's was Neues oder wie? Hey, du! Warum hört eigentlich keiner auf mich? Was gibt's Neues? Es heißt, die Drachen sind besiegt worden. Lord Hagen sammelt seine Männer, um auch die restlichen Kreaturen aus dem Minental zu vertreiben. Ich dachte, würde vielleicht sagen, hier ist jemand besoffen lang getorkelt. Gut, da muss ich mir nochmal anhören, richtig, was mir Elef gesagt hat. Eigentlich gehe ich ja davon aus, dass es nicht weit weg von dem Hof sein kann. Was auch immer nicht weit weg bedeutet. Kann alles bedeuten. Mit dem Gehstock. Und es halt echt. Könnte nochmal in die andere Richtung hier latschen. Aber ich glaube... Ist nichts. Ich war besoffen noch im Steinkreis, man kann ja nie wissen. Ist ja schon wieder ein Fake-Knütterich. Habt ihr nicht eingesammelt?
Hätten ist ja gleich Schluss. Vielleicht ist er doch runtergefallen. Braucht er jetzt aber erst recht seinen Gehstock. Nichts. Ist einfach nichts. Na gut, dann muss ich mir nochmal anhören, was er mir gesagt hat. Beziehungsweise... Ich hatte mir ja auch einfach jemand den weggenommen. Den Gehstock. Ich war stark von aus. Nicht weil alle so sind wie ich? Nein. Wäre lustiger. Okay. Kann man nichts machen, da kann man nichts machen. Dann würde ich sagen, war es mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ciao.